Servus Leute, hier ist euer DizzyBears mit einem brandneuen Video und heute, ja, heute ist das erste Commentary in Dungeon Hunter 5 und da möchte ich ein paar Sachen ansprechen. Ich denke mal, die alle interessieren, die ich ganz oft gefragt werde, also einfach als so eine Art Guide, wie auch immer man es nennen möchte, Noob-Guide für die Leute, die es noch nicht so viel gespielt haben oder es spielt auch gar keine Rolle, wie es jetzt groß heißt. Auf jeden Fall möchte ich euch ein paar Sachen erzählen, ich denke mal, die für euch alle wirklich interessant sind und die euch eventuell auch helfen, dass ihr nicht irgendwo euch verrennt und irgendwas falsch macht, also falsch in Anführungszeichen. Dementsprechend fange ich gleich mal an. Und zwar der erste große Sparte, wo ich was erzählen möchte, sind die Waffen. Und da gibt es ja verschiedene Sterne. Und da ist es so, dass man normalerweise in den Truhen oder in den Missionen Waffen findet, die Sterne von 1 bis 2 ungefähr haben. Und die kann man hochleveln bis zu 3. Das ist aber nun mal so, dass wenn man die sozusagen hochlevelt, die man in den Missionen oder in den billigen Truhen findet, dass 3 das Maximallevel ist. Das betrifft jetzt nur die Waffen und Rüstungen, sowas wie Gürtel oder wie heißt das hinten, was man hinten drauf schnallt. Also bei mir ist es ein Schild, bei anderen ist es ein Bogenschützen oder sowas. Das betrifft es nicht, die Fertigkeiten auch nicht, das betrifft nur Bogen, Stäbe, also Waffen und Rüstungen insgesamt. Und dann gibt es sozusagen die zweite Sparte, das ist von 3 bis 5 Sternen, also 5 ist ja das Maximale. Und das bekommt man meines Erachtens nur durch Goldkisten. Ich bin jetzt mit der Mission fast fertig, also ich habe jetzt fast die komplette Mission auf normal durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es dann nicht eventuell unter Experte oder sowas dann später in den oberen Leveln nicht vielleicht doch höhere Waffen gibt, aber das kann ich euch nicht sagen, bis ich da bin, das dauert noch ein ganzes Stück. Und dementsprechend stelle ich jetzt einfach mal die These auf, dass man die 3 bis 5 Sterne Waffen nur in Goldkisten bekommt. Gut, was ich euch noch empfehlen kann zu Waffen ist die Verschmelzung. Und da gibt es ja einmal Superverschmelzung. Die Superverschmelzung funktioniert so, dass man zum Beispiel, wenn man eine Rüstung leveln will, also verschmelzen will, dass man eine Rüstung mit 4 weiteren Rüstungen verschmelzt. Dadurch bekommt die Rüstung irgendwie so einen super Verschmelzungsbonus von ein paar Prozent. Also ich denke mal, dass einfach die Werte, die man bei bekommt, ein Stückel besser werden. Meines Erachtens bringt es das jetzt nicht unbedingt. Also ich habe da jetzt noch nicht so die ultimativen Nutzen draus ziehen können, Nutzen gesehen. Habe es ein, zwei Mal gemacht, aber das kostet eigentlich meistens nur recht viele Rohstoffe, also Gold. Und man hat sonst nicht so viel von und der Inventar ist voll. Deshalb mache ich meine Verschmelzungen eigentlich immer mit diesen Elementarboni, also diesen runden Kreisen, die man aus der Festung bekommt. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr verschmelzt, verschmelzt immer mit 4 Elementen. Weil, wenn ihr verschmelzt, steigt sozusagen euer Level von dem Objekt. Und umso höher das Objektlevel ist, umso mehr kostet es zu verschmelzen. Das heißt, sagen wir mal, ihr seid Level 1 und verschmelzt mit einem Element. Dann steigt das Ganze, also Level 1, ihr verschmelzt mit einem Element, kostet 1500 Gold. Danach seid ihr nach dem Leveln, seid ihr auf Level 3. Und dadurch, dass ihr dann Level 3 seid, kostet das Verschmelzen ein Stückerl mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder ein Element verschmilzt, kostet es wieder, sagen wir mal, 2000. Aber eure Rüstung steigt wieder nur um sozusagen ein Level. Wenn ihr aber gleich, wenn ihr Level 1 seid, mit 4 Elementen verschmelzt, ist der Preis nicht wirklich viel höher. Aber euer Level, den ihr dazu bekommt, ist so viel besser, sodass es sich auf jeden Fall rentiert für euch, weil das Objekt einfach viel schneller Erfahrungen sammelt und leichter zum Upgraden ist. So habe ich das jetzt ganz viel gemacht und vor allem in den oberen Klassen ist das viel gravierender. Meine Rüstung ist zum Beispiel Level 45 und da kostet einmal Verschmelzen schon 20.000 Gold. Das heißt, wenn ich immer nur mit einem Element verschmelze, verschmelze ich viermal ein Element, sind über 80.000 Gold. Währenddessen, wenn ich mit 4 Elementen verschmelze, ist es nur, glaube ich, 25.000. Deshalb, es rentiert sich auf jeden Fall. Dann weiter geht's mit dem Prestige. Prestigen kann man seine Waffen sozusagen, indem man, man macht dann zum Beispiel die Rüstung von 2 Sterne auf 3 Sterne. Und um das Prestigen zu können, braucht man Materialien. Diese Materialien bekommt man größtenteils nur in den Kerkern und zwar von Dienstag bis Donnerstag. Da gibt es dann zum Beispiel diese antiken Schmuck, der ist zum Beispiel, den kriegt man nur Mittwoch, der hat 3 Sterne. Dann gibt es dann noch sozusagen die höheren Entwicklungsstufen vom antiken Schmuck, die kriegt man auch am Mittwoch, aber auf einem höheren Schwierigkeitsgraden. Dann sowas wie diese Drachenzähne, die bekommt man in den ersten Missionen oder die Hydra-Schuppen, die bekommt man in den Missionen weiter hinten.
Zu den ganzen Gnomenkrallen und was weiß ich alles, die kriegt man sicherlich auch, aber das dauert sicherlich in den Missionen, die viel, viel weiter oben sind und dann auch wirklich auf Mittel oder sowas sind. Deshalb, der könnte nicht drauf warten, da müsste er fast in die Kerker gehen. Und deshalb, das ist ein bisschen kacke, sammelt die echt an. Also wenn die Kerker sind und also die Events sind, dann holt euch diese Materialien, kackt auf irgendwelche anderen Sachen, verkauft die, weil die bekommt ihr nicht in Missionen. Andere Sachen bekommt ihr in Missionen. Gut. Und außerdem, falls ihr wissen wollt, wo ihr die ganzen Sachen finden könnt, also die Materialien, dann schaut einfach drauf auf das Element, drückt drauf und dann seht ihr den Fundort. Fragt nicht immer in den, im Chat, es steht wirklich alles drin. So, nochmal was kurz zu den grauen Steinen, die man sozusagen in seinem Inventar hat, bei dem Charakter. Nochmal zur Erklärung. Also, jeder Charakter hat sozusagen eine bestimmte Anzahl von Elementen, die er mit sich tragen kann. Jetzt fangen wir mal an. Ein Charakter hat ganz viele Level 1er, also Stern, also Ausrüstungsgegenstände mit einem Stern bei sich. Dann hat das Ausrüstungsgegenstand mit einem Stern hat sozusagen eine Schwere, eine Mittragschwere, ein Gewicht von, was weiß ich, 4 grauen Steinen. Wenn man jetzt dieses Element auf 2 Sterne prestiget, dann hat dieses Element plötzlich, glaube ich, eine Schwere von 8. Das heißt, der Charakter hat ein Gewicht von 8 mit diesem Gegenstand. Und wenn jetzt sozusagen das Maximum von deinem Charakter ist, von was er mittragen kann, 60 ist, dann muss eben alle Elemente, die dein Charakter mit sich trägt, müssen leichter sein als 60 sozusagen. So, jetzt levelt man zum Beispiel sein Schwert auf Level 3. Jetzt hat das Schwert auf einmal ein Gewicht von 14. Dein Charakter kann aber nur 50 tragen und hat aber schon insgesamt 48 Gewicht sozusagen bei sich und kann deshalb diese Schwere von 14 von deinem gelevelten Schwert nicht mehr tragen. Das heißt, du musst entweder was anderes ablegen oder du kannst das Schwert nicht ausrüsten, bis du deinen Charakter sozusagen levelst. Bei jedem Level, den dein Charakter aufsteigt, bekommst du ungefähr einen weiteren Platz für das Gewicht für dein Inventar. Also umso stärker, umso erfahrener dein Charakter ist, umso mehr Gewicht kann er mit sich tragen. Also ich hoffe, ich habe das versteht ihr. Wenn nicht, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu. So, nächster Punkt. Multiplayer. Nein, es gibt keinen Multiplayer. Gibt es einen Koop? Nein, das wird eventuell alles im Update nachkommen, man weiß es noch nicht. Was im Moment vorhanden ist, ist ein asynchroner Koop. Und da kann man sozusagen Freunde, die man im Chat oder sonst wo trifft, einfach mitnehmen, mit denen kämpfen und dann kriegen die Kopfgeldtickets und du kriegst Kopfgeldtickets und dann kannst du dir die billigen Kisten kaufen. Soweit ich weiß, kann man seine Freunde, die man hat, nur einmal in 24 Stunden mitnehmen oder wenn sie ihre Tickets abgeholt haben, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und andere Leute, die aus dem Globalen, kann man fast immer mitnehmen, aber da sind nicht immer die Besten und die Guten, deshalb ich würde schon ein paar Freunde mit einfach zusammensammeln. So, Festung, das ist ja der Modus, wo man sozusagen andere angreift. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel unter den Top 100 bin. Ich kann euch da gerne mal einen Screenshot oder irgendwas sonstiges rein hinten rein machen. Und ich würde euch da auf jeden Fall empfehlen, greift immer die schwächeren Gegner an. Also da, wo ihr recht sicher seid, dass ihr gewinnt, weil dann bekommt ihr nämlich den Bonus. Ihr bekommt die Elementar-Boni oder wie man die heißen, also diese Verschmelzungsbonusse. Und ihr steigt ein paar Trophäen auf und umso höher eure Trophäen aufsteigt, umso bessere Boni bekommt ihr. Und ich denke mal, ihr wisst alle das Schergen-Level-Prinzip. Da gibt es auch Schergen, die kann man von Level 1 bis 3 haben und welche, die sind von 3 bis 5. Ich gehe mal davon aus, dass das mit den Schergen genauso läuft, dass man die guten nur in den Kisten kriegen kann. Da habe ich allerdings noch keine gekauft, weil ich persönlich finde das ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Ich stecke einfach das, was ich nicht brauche, in die Schergen rein. Klar, es geht irgendwie darum, nicht ausgeraubt werden zu können, aber naja, also ich finde die Schergen jetzt insgesamt nicht so wichtig, dass ich da 50 Diamanten verballer. Zum Thema Charakter. Ich finde, dass man einen Charakter mit möglichst vielen Elementen haben sollte, weil ich einfach glaube, wenn man nur ein Element hat, dass man viel anfälliger ist, wenn man zum Beispiel schwach. Also nehmen wir mal an, ich bin ein Feuer, habe Feuerschwert, Feuerrüstung, alles drum und dran in Feuer. Und dann kommt jemand mit Wasser. Das heißt, ich bin komplett schwach gegen Wasser. Und das heißt, jeder Teil meiner Rüstung ist schwach gegen Wasser, sodass, wenn der mich angreift, ich eigentlich nur einen Nachteil habe. Währenddessen, wenn man natürlich dann gegen Pflanze kämpft, ist man abnormal stark. Aber meines Erachtens rentiert sich das nicht so, weil doch die Feinde immer recht unterschiedlich sind. Vor allem in höheren Leveln kann man eigentlich nie sagen, dass man immer gegen einen Feindtyp kämpft.
und man kann ja nicht tausende von Rüstungen sammeln. Dementsprechend würde ich einen Charakter mit vielen Elementen machen, sodass man immer ein Teil irgendwie vielleicht schwach und einer stark ist, aber man insgesamt dann nicht so im Nachteil ist, sondern recht ausgeglichen ist. So, noch zu der Goldtruhen-Lotterie. Es ist so, man kann ja mit den Kopfgeldtickets kann man sich ja Truhen kaufen und in den normalen Truhen kann man Elemente von 1 bis 3 Sternen bekommen. Ich habe persönlich noch nie ein Element mit 3 Sternen bekommen, außer ein Trank, aber ein Trank zählt fällt für mich nicht unter 3 Sterne. Und eigentlich ist das immer alles so ein Bullshit, den man verkaufen kann oder zum Verschmelzen. Also ist nichts Besonderes, falls es euch interessiert, was man so alles rauskriegt. Ich habe 3 Kisten-Openings, zwei habe ich schon hochgeladen, der dritte kommt am Freitag. Und ja, dementsprechend könnt ihr euch da einfach mal selber von überzeugen. Und dann gibt es noch die Goldtruhe. Achso, ich habe Goldtruhe vorhin gesagt, aber ich habe die Normaltruhe gemeint. Und dann gibt es noch die Goldtruhen-Lotterie. Die kostet 50 Diamanten. Da kann man eigentlich recht viele in den Missionen kriegen. Es sind 50 Missionen, das heißt 50 mal 4 Diamanten für jede einmal fertig machen. Das heißt, man kriegt 200 Diamanten in der Mission. Theoretisch könnte man sich deshalb 4 Goldkisten kaufen. Also, ihr müsst nicht unbedingt investieren, wenn ihr eine Goldkiste haben wollt. Und da gibt es nämlich noch einen Trick, wurde mir gestern von einem Abonnenten gesagt. Wenn die Goldkiste, wenn man sie zieht, eine weiße Umrandung hat, dann ist sozusagen das, was du kriegst, scheiße. Dann hat es nur 3 Sterne. Wenn die aber rot ist, dann so ein bisschen rot, dann ist es ein Element mit 4 Sternen. Und wenn sie richtig abnormal krass rot ist, dann habt ihr ein Element mit 5 Sternen gezogen. Habe ich persönlich noch nicht. Ich habe schon 3 Goldkisten gezogen. Andere haben schon sau viel mit Gold, mit 5 Sternen. Ich finde es fast unfair, aber naja, kann man nichts machen. Zufallsprinzip ist nicht immer gerecht. Und dann gibt es noch die Schwierigkeitsstufen, die man sich freischalten muss. Leicht kriegt man ja immer sofort, wenn man die Mission geschafft hat, schaltet man die nächste frei. Und Mittel, ganz wichtig. Mittel schaltet man frei, wenn man Mission 6 geschafft hat. Dann schaltet man die ersten 6 Missionen auf Mittel frei. Und dann ist es ungefähr immer im Fünfertakt. Das heißt, man spielt 5 Missionen ungefähr bis zu Level Mission 10, 11 um den Dreh. Und dann schaltet man wieder diese nächsten 5 Level auf Mittel frei. Währenddessen man den Modus Experte erst freischaltet, wenn man Mission 20 geschafft hat, dann kann man erst Mission 1 auf Experte spielen. Und Leute, Experte ist echt schwer. Ich bin im Moment bei Mission 4 oder so auf Experte und ich verreck fast in der Mission. Also es ist echt nicht einfach. Und dann muss man für jede weiteren Freischalten vom Experte, muss man die vorherige Mission auf Experte beenden. Gut. Ich denke mal, das hat euch, also wenn euer Dungeon Hunter Fan seid und wenn ihr so Tipps oder sowas braucht, ich denke mal, dann hat euch das Video einiges gebracht. Und wenn nicht, dann habe ich leider verkackt, tut mir leid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall bitte einen Daumen hoch da. Wird mir viel bedeuten und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Und natürlich kommt auch wieder Modern Combat, also falls für alle die das Video bis zum Ende geschaut haben. Modern Combat kommt auch wieder morgen und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.